Es hat sehr lange gedauert, bis die Experten, aber auch die Journalisten gemerkt haben, dass es doch etwas zu kritisieren gäbe an der Steuerreform. Sie wurde als eine große Entlastungsreform dargestellt. Ist es so wenig wie die meisten anderen Steuerreformen? Es in der Vergangenheit auch nicht wahrnehmen. Der Leitartikel, den ich in dieser Woche geschrieben habe, heißt Steuern durch Nichtsteuern. Es geht um die Steuerreform und es ist ein eher positiver Leitartikel, obwohl der Titel mal nicht so klingen mag. Ich schreibe diese Steuerreform ganz der ÖVP zu, kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass die großen legendären Experten in den Thinktanks, Verzeihung, in den Denkfabriken der FPÖ da viel dazu beigetragen haben. Trägt eher die Handschrift vielleicht von Sebastian Kurz, aber ich denke vor allem von Hartwig Löger, der als ehemaliger Versicherungsvorstand das ganz große Einmaleins wirklich zu beherrschen scheint. Kritikpunkte vielleicht dennoch etwas vorab. Es hat sehr lange gedauert, bis die Experten, aber auch die Journalisten gemerkt haben, dass es doch etwas zu kritisieren gäbe an der Steuerreform. Sie wurde als eine große Entlastungsreform dargestellt. Ist es so wenig wie die meisten anderen Steuerreformen? Es in der Vergangenheit auch nicht waren. In Wahrheit wird den Bürgern und Bürgerinnen zurückgegeben, was durch die kalte Progression, also durch das Hineinwachsen wegen der Inflation in höhere Einkommensstufen zuvor weggenommen wurde. Also diese Entlastung ist relativ, ist immer so. Mich hat ein wenig gewundert, dass das doch eine Zeit gebraucht hat, bis Journalisten, Experten, vor allem aber auch die Opposition, das begriffen haben. Stattdessen hat man sich darauf konzentriert zu sagen, das waren jetzt nicht 11 oder 12 Milliarden Entlastung, sondern nur 8 oder gar hier gäbe es jetzt keine Abgabenquote als Ziel von 40,5, sondern nur nicht von 40%, sondern nur von 40,5% geschenkt. Was mich ein wenig stört und auch ein wenig wundert daran, ist, dass diese Steuerreform so gar keine Ideologie in sich trägt. Also ich hätte mir vor allem gedacht, bei einem jungen Bundeskanzler wie Sebastian Kurz und dem jungen Team, dass vor allem die Ökologisierung da doch eine Rolle spielt. Also das Ende der Welt, Klimawandel, in dieser Woche übrigens auch Titelgeschichte, da doch irgendwie einen Niederschlag findet, ja, dass man versucht, irgendwas zu verhindern oder zu verändern. Es ist ein winziger Punkt rund um die Nova, aber nicht viel mehr, also dass gar nichts passiert. So, viel Kritik, umgekehrt aber. Dieses Nicht-Ideologische der Steuerreform hat natürlich auch sein Gutes. Hier wird nicht versucht, so wie in den vergangenen Jahren, Augen auswischen, dann doch wieder ein höheres Defizit zu machen, sondern es scheint so, dass mittelfristig, langfristig wird man es nicht sagen können, dann nun doch das berühmte Nulldefizit, ein furchtbares Wort, also nicht Schulden machen, keine weiteren Schulden, möglich sind. Das klingt sehr banal, ist aber gerade in Österreich auch in Zeiten der Hochkonjunktur eben nicht gelungen. Einmal schien es gelungen zu sein, das war allerdings eine Trickserei von Karl-Heinz Grasse im Kabinett Wolfgang Schüssel, als schlicht durch Privatisierungen und anderen Schmafu auch mehr ein scheinbares Nulldefizit hergestellt wurde. Jetzt schaut es anders aus. Auch erfreulich, hier wird nicht lange geredet von irgendwelchen volkswirtschaftlichen oder finanzpolitischen Experimenten, also kein weiteres Defizit-Spending. Man sagt nicht, man müsste dann, wenn die Konjunktur auslässt, vielleicht doch wieder Schulden machen. In der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, dass selbst in Hochkonjunkturen, vor allem vor Wahlen, Schulden gemacht wurden. Und das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Insgesamt sehr positiv. Man wird sehen, ob die Konjunktur hält und ob die Ausgaben in dem Maße eingespart werden, damit das alles möglich ist. Aber ich finde, das, was hier gemacht wurde, ist solide. Das ist jetzt auch keine weder eine Anführungszeichen linke noch eine rechte Steuerreform. Das ist schlicht ein ordentlicher Bundeshaushalt, wie er wohl sein sollte für eine Volkswirtschaft im Jahre 2019 und folgende.